Moinsen, ihr Füchs und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs, begrüße euch immer noch mit einem inzwischen semi-warmen Kaffee zurück zu Minecraft. Flöckchen ist auch noch mit am Start. Ich muss eben mal ein Stückchen nehmen. Schmeckt schon gar nicht mehr so geil. Und ja, wir sind gerade dabei, unser Inventar ein bisschen leer zu räumen, damit wir gleich mit unserer Erforschung der untiefen Schluchtenhöhle weiter fortsetzen können. Weil einfach, es ist einfach geil, ne? Höhlen erforschen, bockt einfach. Was soll ich dazu sagen, oder? Komm, es ist einfach so, ne? Da kann man auch mal ehrlich sein. Das macht auch einfach Spaß. So, wir haben 64. Ich denke, ein bisschen brauchen wir noch, aber viel ist es nicht mehr. Also, ein bisschen brauchen wir noch, aber das sollte bald reichen. Das sollte bald reichen. Ich mache mir da nicht so ganz die Vorstellungen, wie viel es wohl nachher sein wird, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz. Und ich glaube, das war's. Weiß und schwarz, ein bisschen grau, aber ganz wenig. Das habe ich, glaube ich, sogar schon genug. Irgendwo noch. Ich habe ja noch die Kiste. Wir sind ja eigentlich auch noch dabei, einen Skin zu bauen. Grüße gehen raus. Habe ich nicht vergessen, wird auch noch beendet. Verspreche ich. Was ich verspreche, halte ich. Es dauert nur manchmal sehr lange. Aber es wird gemacht, ne? So, Granit eben. Und wir müssen jetzt nur... Ich muss jetzt erstmal was anderes machen. Also ich habe gerade nicht so unbedingt das Bedürfnis, den Skin zu bauen. Deswegen machen wir jetzt erstmal was anderes. Aber nachdem wir, ich würde sagen, die Zutaten gesammelt haben, sollten wir die Skin-Kiste eben beenden. Ne? Damit ich das von der Backe habe und mir das nicht ewig anhören muss, dass ich diesen Skin noch nicht fertig gebaut hat. Ne? Irgendwie habe ich da manchmal drücke ich Knöpfe und dann passieren lustige Dinge, aber wie ich das genau tue, weiß ich noch nicht. Aber das finden wir noch raus. So. Dieses Ding kommt dahin. Was habe ich noch? Lampen können da rein. Dann habe ich noch ein paar Pflanzen. Das. Was ist das jetzt hier noch? Granite. Ein bisschen Granite. Das war, wo war das denn hier? Das war doch irgendwo da, ne? Das ist doch Granit, jawohl. Granit, dann habe ich noch ein paar Weizenkörner. Packe ich jetzt einfach mal da rein. Ist da noch Platz? Zuckerrohr habe ich auch noch. Oh. So. Zuckerrohr gehört hier hinein. Buff. Dann Knochen. Kommt in meine Monsterkiste. Was habe ich noch? Und Fleisch. Unsere Spezialität ist Fleisch. Fleisch gehört hier hinein. Dann habe ich noch blauen Farbstoff. Den tun wir eben noch da hinein. Und die Knochen kommen in meine Monsterkiste. Und dann ist das Inventar wieder frei und wir sind bereit für neue Abenteuer, wa? Guck mal, wie viel Platz da jetzt wieder ist. So. RPTP Foxhole Bums. There we go. Wir meddeln uns jetzt erstmal ein bisschen Brot hinein. In unser Schmandgesicht. Dann rüsten wir die Fackeln aus und dann würde ich sagen, brechen wir wieder auf, hinab in die Tiefe. Ja? Wir sind noch nicht annähernd damit durch, diese wunderbare Höhle hier zu erkunden. Ah, so, ihr seht schon, hier geht das schon direkt weiter. Schon Kohle noch am Start. Ja, moin, warte mal, da hole ich doch gerne meinen Bogen. Fünf. Headshot! Und auch bei dir... Headshot! Einfach mal direkt in den Kopf reinballern. Ist da auch Ruhe? Was ist denn los mit euch? Muss mal ein bisschen... mich mal in Ruhe lassen hier. Bin hier am Arbeiten, weißt du? Ich hab keine Zeit hier für Monsterbegegnungen. So, hier ist noch eine Höhle. Ich habe immer noch nicht das Autospringen ausgemacht. Muss ich gleich mal dran denken jetzt. Boah, ist ein bisschen düster hier. Nimm mal Licht anmachen, so. Was auch geht, weil habe ich ganz vergessen, man kann was in seine Second Hand tun. Wir können auf jeden Fall die ganze Zeit so eine Fackel in die zweite Hand nehmen. Dann haben wir immer Licht. Clever. Die hätte ich gerade eben auch schon mal wieder kommen können. Oh, ich nehme dann alle Fackeln in die zweite Hand. Warte, das ist dumm. So. Moment. Machen wir so. So. F. Kann ich jetzt hier auch nochmal einen? Habe ich jetzt doppelt? Ich habe Doppelfackeln in der Hand. Das ist ja mal nice. Okay, so. Okay. Weiter geht's. Wir arbeiten uns jetzt wieder hinein und hinab. Aber vorsichtig und entspannt. Ne? Wir haben es nicht stressig haben wir das hier, ne? So, Minecraft-Musik. Oh, kannst du ruhig mal wieder einsetzen, ne? Ist jetzt langsam wieder Zeit. Ja. Ist immer so ruhig, so ohne Mucke.
Könnte ruhig ein bisschen öfter kommen. Hört immer nur das Game und mein Gelaber, ne? Ist ja auch entspannend, ne? So. Ja, ansonsten gibt es bei mir gar nicht so viel zu erzählen, ne? Die Zeit geht voran. Corona juckt immer noch. Und ich freue mich, wenn es eines Tages vielleicht mal wieder aufhört. Mit dem Scheiß. Ansonsten bin ich gerade entspannt, Pizzateig für morgen vorzubereiten. Denn morgen wird es bei uns mal wieder selbstgemachte Pizza geben. Gab es jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr. Und ich hatte mir in Marktcheck, großartige Sendung übrigens vom NDR, kann ich nur empfehlen, gibt es aber auch vom SWR. Ich gucke mir die mal beide an. Haben oft ähnliche Thematiken, aber ich mag die irgendwie beide, die Moderatoren. Und die hatten Fertigteig getestet. Kriege ich direkt Gänsehaut, ne? Pizza Fertigteig. Und alleine nur, weil die sich das reingezogen haben, diesen Test, hatte ich dann so Bock, wieder selber Pizza zu backen. Die waren nämlich dann beim Pizza-Weltmeister. Und haben den Kram dann testen lassen. Und dann hat er erzählt, wie er seine Pizza macht. Und ich habe instant wieder Bock bekommen. Also half nix. Ich hatte noch einen Sack Typo 00 Mehl. Das musste dann jetzt sein. No? Und bei mir ist das so, mein Pizzateig, das ist einfach nur ein Kilo dieses Typo 00 Mehls. Am besten aus Italien. Ich hole mir das tatsächlich immer übers Internet dann direkt aus Italien. Weil es nochmal ein Unterschied ist, ob du jetzt nur bei uns Typo 00 Mehl holst oder ob du halt wirklich tatsächlich dann italienisches Mehl organisierst. Aber das sind halt Nuancen. Ne? Wenn ihr irgendwie an Typo 00 rankommt, gibt es ja inzwischen in einigen Supermärkten auch schon, dann passt das. Davon ein Kilo. Auf dieses Kilo, das siebe ich einmal durch in eine Schüssel, dass ich dann ein gesiebtes Mehl habe. Dann braucht ihr 600 Milliliter eiskaltes Wasser. Am besten tatsächlich die 600 Milliliter in ein Gefäß tun und dann kurz in Froster, dass es eiskalt wird. Es darf nicht frieren, aber es muss richtig kalt sein. Ansonsten, wenn ihr eine vernünftige Rohrleitung am Start habt, wo das Wasser kalt rauskommt, könnt ihr auch das machen. Einfach aus dem Hahn ein bisschen laufen lassen, bis das Stagnationswasser weg ist und dann das kalte Wasser verwenden. Irgendwie ist das nicht der Eingang, in dem wir letztes Mal drin waren. Ja, auf jeden Fall 600 Milliliter eiskaltes Wasser. In dieses eiskalte Wasser kommen dann 30 Gramm Meersalz. Die rührt ihr da ein, bis sie komplett aufgelöst sind. Und dann gibt es jetzt zwei Varianten, wie man es machen kann. Ich rühre es immer gleich ins Wasser mit ein. Dann kommen dazu 2 Gramm frische Hefe. Ihr habt richtig gehört, kein Würfel oder sowas, auch kein halben Würfel. 2 Gramm. 2 popelige, winzige Gramm. Die verreibt ihr zwischen den Fingern und lasst das dann ins Wasser bröseln und rührt das ebenfalls so lange, bis das komplett sich aufgelöst hat. Das heißt also, ihr habt dann ein Kilo dieses Mehl gesiebt und ihr habt 600 Milliliter Wasser mit 30 Gramm Meersalz drin und 2 Gramm aufgelöster frischer Hefe. Ganz wichtig, frische Hefe. Und dann packt ihr diese Flüssigkeit in einen Rührapparillo, stellt ihn auf niedrigste Stufe und lasst es rühren. Und dann nehme ich immer einen Esslöffel und esslöffel den Teig, dieses Mehl nach und nach dort hinein, bis das ganze Mehl drin ist. Und wenn das ganze Mehl drin ist, dann lasst ihr das Ding auf niedrigster Stufe weiterhin 15 Minuten lang kneten, bis es ein geschmeidiger, weicher Teig ist. Man kann es auch mit der Hand machen. Also, wer es richtig geil machen will, macht es mit der Hand. So könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass der Teig nicht zu warm wird. Denn wichtig und key bei diesem Rezept ist, dass der Teig nicht zu warm wird, wie schön es aussieht, während er geknetet wird. Weil wenn er zu warm wird, dann ist die Hefe schon zu aktiv. Die darf nicht zu aktiv werden. Nachdem ihr dann 15 Minuten lang geknetet habt und da ist ein richtig schön geschmeidiger, geiler Teig draus geworden, dann nehmt ihr den aus der Schüssel, knetet ihn noch ein paar Mal mit der Hand, formt dann großen, riesigen Ballen draus. Und diesen großen, riesigen Ballen packt ihr in eine Schüssel und diese Schüssel deckt ihr mit Klarsichtfolie ab. Ich nehme dann immer noch ein Gummiband, um das zu verschließen, die Klarsichtfolie, dass sie schön eng anliegt. Und dann lasst ihr das Ding bei Zimmertemperatur so 24 Stunden lang vor sich hin gehen. Nach 24 Stunden nehmt ihr dann den inzwischen wahrscheinlich das gesamte Gefäß füllenden Teig aus der Schüssel, knetet ihn erneut und formt dann 6 Bällchen draus. Das reicht für 6 Pizza,
6 Pizzen. Wenn ihr sehr große Pizzen macht, weil ihr so gierig seid wie wir, dann macht ihr da 4 Bällchen draus. Dann sind das aber wirklich vernünftig riesige Pizzen. Das reicht aber locker als Essen für den ganzen Tag. Da braucht man dann auch nichts anderes essen als diese Pizza. Und man wird, wenn man sie sich im Stück reindrückt, richtig leiden. Man isst sie dann eigentlich in so Etappen. Ja, dann formt ihr da Bällchen draus. Und diese Bällchen könnt ihr jetzt, je nachdem wie viel ihr davon verwendet, entweder einfrieren oder wenn ihr dann 2 Pizzen davon schon backen möchtet, dann nehmt ihr die Bällchen und packt sie in einen Reifekanister. Da gibt es so eine Plastikdinger, Gefäße, das sind so Ballenboxen. Darin kann man den Teig dann reifen lassen. Da packt ihr das rein für erneut mindestens 12, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, auch gerne nochmal 24 Stunden. Ich mache meistens nochmal 24 Stunden, aber 12 reichen aus. Wenn ihr nochmal 24 Stunden macht, dann geht der meistens ein bisschen arg viel, aber ich finde das nicht schlimm. Ne? Schmeckt halt, also dem Geschmack tut es eigentlich nur gut, aber lässt sich dann halt ein bisschen schwieriger verarbeiten. Normalerweise halt 12 Stunden. Nach 12 Stunden ist dann diese von euch geformte Kugel, die ihr da reingepackt habt, dann so ein bisschen schon zerlaufen. Hat wahrscheinlich auch ganz viele Blasen gebildet, weil da halt richtig Luft im Teig ist. Und jetzt ist der Trick. Die meisten machen nämlich jetzt den dicken Fehler, holen das aus dieser Reifebox raus, kneten es nochmal und rollen es dann aus. Und wenn ihr das macht, dass ihr das aus dieser Reifebox rausnehmt und nochmal knetet, dann macht ihr die ganze schöne Luft, die da drin ist, wieder kaputt. Und wenn ihr dann auch noch mit dem Nudelholz kommt, dann habt ihr sie richtig verschissen. Dann habt ihr den ganzen Teig im Grunde in den Arsch gemacht. Dann hätte man es auch sein lassen können. Die ganze schöne Arbeit und das Ganze, was da drin gereift und gelebt hat, habt ihr dann tot gemacht. Deswegen, ganz wichtig, wenn ihr das aus dieser Reifebox rausnehmt, dann nehmt am besten so ein Teigheber-Schaber-Ding darunter und hebt das fest, möglichst ohne es viel zu bewegen, da raus. Ansonsten halt mit den Fingern so drunter fahren und dann rausheben. Das zieht sich bei mir dann immer ein bisschen, weil ich habe auch keinen Teigschaber. Ich nehme mal meine Pfötchen, pack die da drunter und dann ziehe ich das raus, möglichst ohne es zu viel zu transformieren und zu viel Bewegung auf den Teig kommen zu lassen. Und dann packt ihr das so auf der Arbeitsfläche, die ihr vorher mit Teig bestäubt habt und vielleicht ein bisschen Hartweizengrieß, dann pappt das nicht so sehr fest. Kann man machen, ganz minimal Hartweizengrieß noch mit dabei, dann ist es ein bisschen loser. Und jetzt ist es absolut, absolut notwendig, dass ihr den Teig jetzt mit der Hand verteilt. Nudelholz ist ein absolutes No-Go. Kein Nudelholz. Ihr müsst jetzt diesen Teigfladen da hinlegen und nun könnt ihr von der Mitte aus immer zum Rand hin das drücken mit den Fingern, bis eine große, runde, pizzaartige Form entstanden ist. Immer schön zum Rand hin. Man kann auch ein bisschen ziehen von der Mitte her, Mitte festhalten oder nach außen hin ziehen. Es endet damit, dass die Mitte möglichst dünn oder teilweise sogar fast schon, also teilweise schon transparent fast wird und der Rand richtig dick. Ihr kriegt so einen richtig dicken schönen Rand dann. Und das Ganze kann dann auf ein Backblech, noch besser natürlich, also ich empfehle euch ein Pizzastein, wirklich diese Investition, wenn man Pizza gerne macht und man macht sie im Backofen, dann gönnt euch einen Pizzastein. Glaubt mir, er macht einfach so viel Unterschied. Dann holt ihr euch euren Pizzastein, heizt den schön 40 Minuten vor. Der muss richtig knacke heiß werden. Wichtig ist Ober-Unterhitze, keine Umluft. Umluft ist nicht richtig für Pizza. Ihr müsst Ober-Unterhitze nehmen, den Stein reintun, 45 Minuten vorheizen. Das Ding muss ordentlich angeheizt werden. Und dann braucht ihr definitiv einen Pizzaschieber. Das braucht ihr. Und das spart auch kein Geld, sondern nehmt euch einen vernünftigen aus Metall mit einem ordentlichen Griff. Weil das kriegt ihr mit der Finger, kriegt ihr das nicht hin. Das kannst du vergessen. Wenn das Ding noch mit Soße belegt ist, dann war's das. Also da muss schon ein vernünftiger Pizzaschieber her. So, dann mache ich das wie folgt. Unser Ofen geht halt nur bis 270 Grad. Das ist für Pizza zu wenig. Pizza muss eigentlich 300 Grad haben. Besser sind sogar 350 oder gar 400, je nachdem, was geht. 400 ist okay, 350 wäre schon sehr optimal. Ich habe so einen Grill mit einem Pizzastein, wo man das drin machen kann. Der geht halt auf 400, aber ich bin meistens zu faul, meinen Grill anzumachen dafür und dann das alles dann nach draußen zu schluren. Ne? Also, unser Backofen geht bis 270. Baller ich hoch auf 270. Ober- und Unterhitze. Und lasse das 45 Minuten vorheizen. Da bereite ich dann schon mal meinen ganzen Belag vor. Meine Soße, Pizzasoße ist bei mir tatsächlich einfach nur diese Serrano-Tomaten. Und das war's. Serrano-Tomaten, Salz, Meersalz dran, bisschen Pfeffer dran. Wer möchte, kann auch Basilikum machen. Das war's. Ne? Kein ausgefallenes Zeug. Das muss einfach nur tomatig-fruchtig schmecken. Mehr muss es gar nicht sein. Ne? Dann habt ihr da eure Pizza schön mit dem Finger in eine Pizzaform gebracht. Verteilt ein wenig Soße, da muss nicht viel Soße drauf. Ne? Soße ist nur so ein bisschen Beiwerk. Das ist nicht der Main Act sozusagen. Das ist nicht die Party. Ja? Verteilt da eure Soße drauf und ich mache jetzt Folgendes. Weil ja mein Pizzaofen, mein Backofen nur 270 Grad kann, nehme ich diese Pizza,
pack sie auf den Spachtel, pack sie auf den Pizzastein in den Ofen und backe sie jetzt 3 Minuten vor. In der Zeit geht die schon richtig auf, da seht ihr schon den Rand richtig fett werden und so. Und hab dann nur die Soße drauf, also nur den Teig, Soße, 3 Minuten. Packe ich in den Ofen rein. Nach 3 Minuten hole ich das Ding wieder raus und fange jetzt erst an, das zu belegen. Mach dann schön meinen Belag drauf. Müsst ihr gucken, bei uns ist immer, ja gut, Thema ist bei uns eigentlich Eskalation. Also was wir da an Belag drauf hauen, ist nicht normal. Gehört auch so eine Pizza an sich nicht drauf. Wir hauen da mal zu viel drauf, ne? Also ich habe mich schon zurückgefahren, aber normalerweise weniger ist da mehr, ne? Aber trotzdem, wir eskalieren dann immer komplett mit dem Belag und dann haue ich die, wichtig ist, der Käse muss nach unten. Käse gehört nicht oben drauf. Oben drauf gehören die Zutaten. Unten kommt immer Soße, dann mache ich immer Knoblauch drauf. Dann kommt der Käse. Manchmal mache ich dann auch noch kleingeschnittene Jalapenos mit in die Soße rein. Ich meine, bei mir, weil ich da drauf stehe. Und, Alter, das sieht geil aus. Ich glaube, wir machen einfach mal ein Leap of Fate, oder? Wollen wir es mal machen? Wir machen das jetzt einfach. Oh, warte, das auch noch. Ich sehe noch Kupfer, das holen wir noch mit. Ja, dann ja, auf die Soße den Käse. Am besten Mozzarella. Am besten gute Mozzarella. Bei Mozzarella muss man aufpassen, je nachdem, was ihr für welchen habt, dann sippst ihr so viel, dann wird das so flüssig. Ne? Die original napoleonische Pizza ist tatsächlich so ein Flüssigkeitsding. Da habt ihr außenrum fetten, dicken Schlauchbootsteig und in der Mitte ist einfach nur Sippscherei angesagt. Ne? Das gehört so. Wenn ihr das nicht mögt, dann nehmt ihr natürlich am besten geriebene Mozzarella oder einen anderen Käse, der nicht so viel Feuchtigkeit beim Schmelzen absondert. Ja, Mozzarella kommt dann drauf. Da kommen bei mir meine Zutaten. Ich mache da ganz gerne immer Hähnchenbrust drauf und Zwiebeln und Oliven, die schwarzen. Das ist so mein Ding. Und ich mache mir dann immer noch viel Pfeffer und Chili drauf, weil ich mag es gerne spicy. Und dann haue ich das Ding nochmal für, je nachdem wie schnell, wie krass euer Ofen ist, halt nochmal 6 bis 7,5 Minuten im Backofen und back das dann zu Ende. Und dann ist sie fertig. Dann ist sie fertig und dann kann sie verspeist werden. Und ihr werdet sehen, dass sich dieser Zeitaufwand und diese Liebe, die ihr in diesen Teig steckt, sowas von enorm lohnt, weil der Geschmack ist der Burner. Es ist der Burner. Ihr habt einfach dann diesen wunderbaren, supergeilen Teig, der einfach nur dadurch lebt und den Geschmack gebildet hat, indem er gereift hat. Da sind keine Geschmacksverstärker drin, kein gar nichts. Einfach nur einen geilen, leckeren Teig. Wie kann es denn sein, dass meine Tasche schon wieder voll ist? Das ist dieses Zeug, dieses Eisenzeug. Das ist ja sowas von übel schnell das Inventar füllen, das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann, ja, dann haut ihr euch rein. Also solltet ihr es mal nachbacken, haut es mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Das gibt's auf jeden Fall morgen bei mir. Und ich bin ganz vorfreudig. Wir machen natürlich immer Eskalations-Pizza, das heißt, ich mache da nur 4 Ballen draus und dann gibt's für den Tag nur das. Ich stehe dann immer auf, ich esse ja eh kein Frühstück und dann so um 12 Uhr fange ich dann an, den Pizzastein vorzuheizen. Und dann backe ich dann die 2 Dinger und dann gibt es dann meistens die Hälfte mittags und abends dann die andere Hälfte. Und dann hast du auch genug für den Tag gegessen, ich sag's dir. Ja, aber geil, ich freue mich auch schon richtig drauf. So mache ich auf jeden Fall meine Pizza. Und wenn ihr so einen Kugelgrill habt oder so einen Monolith beispielsweise, ich habe so einen Monolith-Holzkohlegrill, da gibt es dann schöne Einsätze, wo ihr dann so einen Pizzastein reinpacken könnt. Und das natürlich nochmal, jetzt habe ich meine Rüstung ausgezogen. Das ist natürlich immer ein ganz anderer Schnack, ne? Weil da kommt ihr, das Ding könnt ihr halt hochheizen auf wirklich 400 Grad. Und ihr habt halt dadurch, dass das mit Holzkohle angetrieben wird, auch noch ein bisschen das Holzkohle-Grillaroma halt. Das hast du natürlich bei einem Backofen nicht. Und dann wird es natürlich nochmal etwas luxury. Aber ich sage euch, ich habe das alles. Und ich bin auch echt ein Pizzasommelier. Ich backe wirklich sehr gerne, sehr. Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade die ganze Folge nur von Pizza geredet, deswegen, ich glaube, ihr versteht schon, ich liebe das. Und selbst ich bin aber meistens zu faul, den Grill anzuschmeißen, weil das echt zu viel Arbeit ist. Dann mache ich es halt lieber im Backofen. Vor allem im Winter ist es halt irgendwie doch angenehmer. Ja, also solltet ihr es nachkochen, nachbacken in Anführungszeichen, haut mir gerne in die Kommentare und haut mir vor allen Dingen mal euren Belag of Choice für eure Pizza in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ja, bei mir auf jeden Fall ganz schlichtwecke Pizzasoße. Dann Knoblauch, gegebenenfalls schöne Jalapenos kleingeschnitten. Nicht in Gänze, weil das ist zu krass, das überdeckt dann zu viel. Dann kommt Mozzarella bei mir. Dann mache ich meistens Hähnchenbrust, schwarze Oliven, Zwiebeln. Und wenn ich da noch richtig Bock habe, manchmal noch Peperoni. Und dazu Chiliflocken und Pfeffer. Ich brauche da immer ein bisschen Spice. Ich brauche das spicy. Ja, das ist so mein Belag of Choice.
So, jetzt habe ich die ganze Folge von Pizza geredet. Wie lange noch? Eine Sekunde noch? Fuck, Alter. Ja, wer keinen Bock auf Pizza hatte, sorry, ne? War doch mal eine schöne Folge. Man muss auch mal vom Pizzabacken reden, oder? Ja. Ich finde, Minecraft ist so ein wunderbares Laber-Let's Play. Da kann man immer schön über irgendwas schnacken, ne? Bietet sich einfach immer wunderbar an. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was jetzt wird geschehen. Wir machen natürlich an dieser Stelle wieder einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.